Danke schön, Herr Kollege. Als Nächster hat das Wort der Kollege Aiwanger von den Freien Wählern. Ja, so, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist schon eine richtige Entscheidung, mit Russland in Kontakt zu bleiben. Es ist richtig, dorthin zu fahren. Und ich glaube, dass Ihr Arbeitstitel kritischer Dialog ja auch die richtige Formulierung ist, unter welchem Stern diese Fahrt stehen soll. Ich glaube, dass kein Land ja so interessiert sein muss an guten außenpolitischen Beziehungen zu Russland, wie gerade auch Deutschland. Und dass wir natürlich auch Wirtschaftsinteressen vertreten müssen, gerade vor dem Hintergrund, wenn man sieht, wie das Handelsvolumen hier in den letzten Jahren eingebrochen ist, von 13 Milliarden auf 7 Milliarden in etwa halbiert. Das ist keine gute Perspektive. Trotzdem sehen wir völkerrechtswidrig die Annexion der Krim und sehen dort Auseinandersetzungen militärischer Art, die ja größtenteils wohl auch auf Nationalitätenkonflikten beruhen. Und genau das würde ich Ihnen, wenn ich Ihnen was mit auf den Weg geben darf, Herr Ministerpräsident, Sie darum bitten, zumindest den Geist des Minsker Abkommens, wenn auch vielleicht nicht Punkt für Punkt erfüllbar ist, aber den Geist mitzutragen, der da in der groben Überschrift lautet: Entflechtung der Truppen, Rückzug der schweren Waffen von der Frontlinie und eine gewisse Dezentralisierung von Gebieten, wo einfach Nationalitätenkonflikte mit Sicherheit nicht militärisch lösbar sind, sondern nur im Sinne eines gemeinsamen Zusammenlebens, wo auch starke russische Minderheiten gewisse Rechte bekommen, etwas dezentraler agieren zu dürfen. Das muss eine Ukraine akzeptieren. Auf der anderen Seite muss Russland die territoriale Integrität akzeptieren. Das wäre schon mal ein Nenner. Und dann, glaube ich, ist durchaus der Boden bereitet für das Aufrechterhalten guter Wirtschaftsbeziehungen, weil eben Bayern hier sehr stark betroffen ist, wenn rund 2000 bayerische Firmen dort investiert sind. Das ist ein Viertel der Kontakte Deutschlands zu Russland über die Wirtschaft, läuft über Bayern. Also können wir das nicht ausblenden. Also Minsker Abkommen als große Überschrift. Zweitens, auch das wäre uns als Freie Wähler wichtig, dass wir Einfluss nehmen auf die Innenpolitik hierzulande, sei es über die modernen Medien in Wahlkämpfe, sei es auch durch direkte oder indirekte Finanzierung politischer Kräfte, wenn es ein Le Pen in Frankreich ist, wenn es gewisse Kräfte vielleicht in Deutschland sind. Auch das würde ich mir wünschen, dass man das mehr als deutlich anspricht, dass eine Beeinflussung der deutschen Innenpolitik nicht in unserem Sinne ist, dass wir das deutlich ablehnen. Und ansonsten vielleicht trotzdem auch die kleine Note an die Adresse der Sozialdemokratie. Es ist ja nicht nur Ihr sprichwörtlicher Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit der Definition des lupenreinen Demokraten Putin. Es ist seine Rolle dort bei Gazprom. Es ist Gabriel und es ist Steinmeier, die sich für Lockerungen der Sanktionen ausgesprochen haben. Also lassen Sie das mal auch an der Seite wirken. Wir sollten das also hier nicht zu einem kleinen parteipolitischen Scharmützel in diesem Landtag herunterzoomen und so tun, als wären die, die dann unterwegs sind, ganz anderer Meinung. Nein, also da passt ja vieles auf die Seehofer Linie drauf. Also vernünftiger Umgang, Dialog, konstruktiv kritisch, Verbieten des Einflusses auf die deutsche Innenpolitik. Und natürlich sind wir uns klar, dass die großen Fragen der Zeit wie die Syrien-Krise ohne Russland nicht wird gelöst werden können. Auch dort stellt man fest, dass er an der Seite Assad steht, dass ein Putin dort natürlich seinen Stützpunkt halten will, seinen Einfluss halten will. Insofern bin ich überzeugt, ob man will oder nicht, man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. Auch eine Frau Merkel wollte ja den Herrn Trump besuchen, vielleicht auch nicht aus innigster Überzeugung, sondern einfach aus der Überzeugung raus, dass wir auch mit Amerika weiterhin gute Beziehungen wollen, wurde nur durch einen Schneesturm aufgehalten. Also insofern
sprechen Sie miteinander, machen Sie deutlich, was in unserem Interesse liegt. Aber wir als Freie Wähler werden Ihnen nicht in den Rücken fallen nach dem Motto, wir besser, Sie bleiben zu Hause. Aber trotzdem, Ihre Einstufung damals als Schießerei war eine Unterschätzung der Situation. Diese Schießerei hat sich mittlerweile auf 10.000 Tote summiert. Also hier war Krieg, hier sind noch Vorboten des Krieges in Gange und das Minsker Abkommen, ich wiederhole das jetzt zum dritten Mal, ist bisher nicht gefallen, wäre für mich ein gangbarer Weg, dort zumindest ein Zusammenleben der Menschen zu organisieren, dass es nicht Mord und Totschlag geben muss und geben kann. Das muss unser Ziel sein. Also weiterhin vernünftiger, kritischer Dialog mit Russland. Dankeschön.